Wenn es Runden ins Eckige muss, jedes Spiel zwei Halbzeiten hat und der Platz für alle gleich ist, dann reden wir natürlich über einen Fußball. So geht es auch heute zu und her hier im mittleren Brühl Solothurn am Solothurner Göpfinaltag. Hier spielen heute Teams von jung bis alt, ob Frauen, ob Männer, in insgesamt 12 Finals um einen begehrten Pokal von eben dem Solothurner Göpp. Und wie die Stimmung ist bei den Organisatoren, bei den Gästen aus Politik und Sport und natürlich bei den Fans, das zeigen wir euch jetzt im grossen Beitrag zum Solothurner Göpp-Final. Für den Verband ist das sicher der wichtigste Anlass im ganzen Jahr, weil da können wir auch der breiten Bevölkerung den Spitzenfußball in der Region zeigen. Und für unsere Vereine, das ist zum Teil fast wichtiger, wenn der Meisterschaft gewinnen, ist der Göpp-Finalsieger. Also bei unserer Region hat das einen unglaublich hohen Stellenwert. Und das ist auch immer schön, nachher die Teams zu sehen, wie sie sich vorbereiten, wie sie mit Leidenschaft shooten und natürlich auch immer am Schluss der grosse Jubel da ist. Ja. Welche Bedeutung hat für euch als Verein SC Blue Stavia, der diesen Tag ausrichtet, welche Bedeutung hat der Finaltag? Ja, es ist natürlich ein Riesenprivileg, dass wir das durchführen dürfen als Verein. Es ist grandios, wie da wirklich alle mithelfen. Da muss man wirklich auf die Vereinsmitglieder zählen können und auch auf alle anderen. Also es sind nicht nur die Aktivspieler im Einsatz, sondern auch Freunde und Familie. Und es ist wirklich schön, dass wir das so durchführen. Und es ist einfach ein einmaliges Erlebnis, dass wir das gerade noch zum 85. Vereinsjubiläum dürfen machen. Was muss man sich da vorstellen, was für Arbeit steckt hier dahinter? Seid ihr ein Jahr lang dran an dieser Organisation? Wie viele Leute sind hier beteiligt? Wortwörtlich, genau. Vor einem Jahr haben wir gestartet mit der Organisation. Wir haben ein 10-köpfiges OK zusammengestellt mit den verschiedensten Bereichen. Und ja, da waren wir ein Jahr dran gewesen. Und wir haben jetzt sozusagen seit dem Montag haben wir hier angefangen aufzustellen, die ganze Infrastruktur. Und wir finden, es ist sehr gut gelungen. Etwas, was ich gelesen habe, ist, wir sind sehr stolz auch auf das kulinarische Angebot, das ja natürlich dazugehört zu so einem Anlass, das auch abrundet. Was habt ihr da dabei am Start? Ja, wir haben die unterschiedlichsten Speisen. Vom Hugo Übelhardt, unser Clubwirt, hat verschiedene Speisen im Angebot, wie ein Ambassadoren-Ragu mit Rösti. Wir haben Styrüm, wir haben Raclette und die verschiedensten Sandwich. Und ich denke, es findet für jeden etwas, wo man kann gaumen, sozusagen, ja. Wie gross ist das Thema Sicherheit bei euch an diesem Tag? Das ist etwas, das in den letzten Wochen, sage ich jetzt mal, auch mit dem Fußballverbindung wieder aufgekommen ist, Schweizer Cup. Ist das hier auch ein Thema oder ist es etwas, das weniger die Bedeutung hat als beim Solothurner Fußballtag? Ja, natürlich, Sicherheit ist ein grosses Thema. Bei so einem grossen Anlass muss man einfach wirklich immer gut aufgestellt sein. Und das ist auch bei uns ein Thema. Wir haben jetzt auch im Verlauf des Tages gemerkt, dass wirklich viele Leute kommen und haben noch mal ein bisschen aufgestockt im Themengebiet Sicherheit. Herr Hodl, der Göpp-Finaltag, da kommen ja ganz viele Leute zusammen. Rund 3'000 Leute werden erwartet. 12 Finalspiele gibt es. Wieso ist das gut, dass es so einen Tag gibt, wo eben alle zusammen die Finale austragen? Also wenn man in die Runde schaut, also wenn man hier ans Spielfeld geht oder hier um die Festzelt und so weiter, dann sieht man, fällt einem eins auf, es verbindet Generationen. Und wenn Generationen, ich bin immer begeistert von Sportarten, die Generationen miteinander verbinden. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Der Fußball hat auch innerhalb der Gemeinden, der Kommunen, der Städte eine ganz wichtige Aufgabe,
eigentlich auch für die jungen Menschen lernen, in einer gewissen Struktur, in einem Hobby nachzugehen. Und ich glaube, im Kontext, dass eben so ein Turnier kann stattfinden kann, da braucht es einerseits Leute, die bereit sind, das zu organisieren. Aber dann ist das eigentlich auch für den Fußball eine gute Plattform für alle Leute, die spielen, die mal gespielt haben und die gerne zuschauen. Was hat Fußball für euch persönlich für eine Bedeutung, für einen Stellenwert? Also persönlich hat für mich der Sport an und für sich einen riesigen Stellenwert in meinem Leben, aber auch einfach in der Gesellschaft verbindet. Und halt ganz speziell ist der Cup-Final für mich, weil einfach die Inklusionsspiele mir sehr am Herzen liegen. Und man sieht hier, ich habe es auch schreiben dürfen, ich kann nicht, gibt es nicht. Oder? Das ist wirklich, man kann alles, wenn man will. Und da sieht man auch, wie ein starker Fußball, was sie jetzt gerade hier spielen, auf dem Inklusionsplatz. Das Inklusionsturnier gibt es eigentlich mehr als 2 Jahre. Das gibt es, ich weiss nicht genau wann, aber sicher, sagen wir mal, 8 Jahre. Was wir frisch angefangen haben in der ganzen Inklusion, ist, dass wir Leute mit einer Beeinträchtigung eigentlich auch im OK drin haben, also dass die uns unterstützen an diesem Tag, dass sie mit uns kommen können, Pokal übergeben den Mannschaften. Und das ist doch für die Leute auch ein schönes Zeichen, dass sie hier mit dabei sind, dass sie mithelfen können, dass sie gebraucht werden und nicht nur als Zuschauer müssen agieren. Ja. Was denkst du, was kann das bewirken oder was kann das für eine Außenwirkung haben, die Institution? Ich denke, es schafft Verständnis. Also, ich bin auch schon einen Match schauen. Ich bin noch im Vorstand vom Blumenhaus. Wir hatten gerade einen Match. Haben leider verloren, aber das leider ist völlig unnötig, weil wenn man die Gesichter schaut, die einfach freut und es ist einfach eine coole Sache. Und ich glaube, das tut dem Anlass sehr gut. Ich sage auch immer, ich bin wirklich ein bekennender Fan von diesem mittleren Brühl, wo wir jetzt hier, wo wir jetzt sind. Das ist Integration. Das ist Integration pur. Also was hier geleistet wird für die Stadt Solothurn oder auch für die ganze Region in Sachen Integration, das können wir sonst gar nicht leisten. Und das ist schon eine grosse Wirkung, die das auch hat. Wenn es du heute selber würdest auf dem Platz stehen würdest, welche Position würdest du spielen? Die mir der Trainer geben würde. Aber ich habe die Frage zurück. Nein. Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich würde sagen, rein von der Postur her ist hier ins Goal. Ich decke dann auf eine gewisse Breite ab. Also, meine Position ist immer hinten rechts. Ich spiele ja beim FC Helvetia, wenn ich nicht gerade wieder irgendeine Verletzung habe. Ich wäre, glaube ich, gerne Stürmerin. Ich möchte schon gerne ein Goal. Das wäre, glaube ich, schon so mein Ideal. Ja, ja, wäre, glaube ich, auch eine Stürmerin. Genau. Ja. Sie haben heute einen von den begehrten Pokal gewonnen, der SC Fulenbach. Und bei mir jetzt der David Achermann vom SC Fulenbach. Ja, wie ist die Stimmung nach dem gewonnenen Cup-Final? Das ist natürlich sensationell. Ich sage es ja, wie alle Freude haben. Schauen mal, wie die alle lachen. Sensationell. Sie sind alle mehr am Filmen als am Jubeln und am Lachen. Vielleicht kommen wir zu dem noch. Und ihr habt sicher auch schon ausgiebig gejubelt. Was bedeutet das für euch? Ist es das erste Mal, dass ihr so ein Final gewinnt? Oder ist es auch schon passiert? Also für uns Senioren ist natürlich das erste Mal, dass wir den Pokal gewonnen haben. Wir haben alle früher schon zusammen in der ersten Mannschaft gespielt. Dort haben wir auch schon einmal gewonnen, daheim. Aber das heute ist natürlich auch unvergesslich für uns. Ja. Eine weitere Gewinnerin bei mir heute im Interview, Zim Gesetzer vom FC Attiswil. Die haben gewonnen, und zwar in der Kategorie FFI19. Im Solothurner Cup, sag, was geht dir davor, wie fühlt man sich da? Also es ist ein geiles Gefühl und ich bin hier jetzt seit fast ein Jahr beim FC Attiswil und schon im ersten Jahr so einen Erfolg hatte, ist einfach unglaublich. Wir freuen uns alle. Es war ein schöner Sieg, ein hoher Sieg. Was bringt ihr heute an diesem Cup-Final-Tag? Unsere D-Junioren vom FC Dulicke haben sich für das Finale qualifiziert und wir können schauen, wie sie gewinnen. Sie haben gewonnen? Ja.
Wunderbar. Seid ihr so feiern mit ihnen, oder? Ja, sicher. Wir haben uns mega gefreut. Wir sind auf den Platz gerannt, haben uns alle gefreut. Und dann haben wir wieder vom Platz weg müssen, natürlich. Wie findest du es? Wie ist die Stimmung? Wie geht's? Es ist sehr schön. Macht Spass zuzuschauen. Und ja, hoffe, es geht weiter so. Es sind hier ganz viele Teams natürlich im Einsatz. Insgesamt 12 Finalspiele gibt es. Aber zu jedem Spiel gehört auch ein Schiedsrichterteam. Du hast Erfahrung in dem, du bist selber auch ein Schiedsrichter im Einsatz. Wie ist das? Wie nervös sind eigentlich die Schiedsrichter bei so einem Finale? Ist das ähnlich wie bei den Spielerinnen und Spielern? Auf jeden Fall. Also ich denke, das ist auch sicher ein Highlight von einem Schiedsrichter und Schiedsrichterin, so ein Spiel zu bestreiten. Man kann nicht immer behaupten, dass man vor 1000 Leute oder von mehreren 1000 Leuten ein Match pfeifen. Also ich denke, das Erlebnis ist da und sicher eine Positivität oder eine Nervosität gehört sicher dazu. Aber ich denke, der Verband hat das sehr gute Aufgebot gemacht mit den besten Schiedsrichtern, die wir haben in der Region. Und die werden die Match auch sehr gut im Griff haben. Wie schwierig ist das, Leute zu finden, die den Cup-Finale organisieren wollen? Ist das einfach oder ist das eher schwierig? Ja, die Anforderungen sind natürlich schon gestiegen. Oder? Wir brauchen mindestens 4 Plätze. Wie hat es vom Präsidenten von Blustavia gehört, es sind 160 Leute im Einsatz. Man muss mal einen Verein in dieser Größe haben, auch Leute, die helfen wollen. Es gibt bei uns 57 Vereine, die wir im Verband haben, nicht mehr so viele Clubs, die das durchführen könnten. Von dem her ist es auch nicht immer einfach zu finden. Aber ich kann sagen, ich glaube, für die nächsten 2-3 Jahre haben wir sicher noch gesichert, dass wir noch Vereine werden finden und den Cup-Finale so durchführen können. Ja. We'll be right back.